Servus und hallo, Dino-Freunde. Ich hatte ja da ein Video gemacht, wie man die Spielstände sichern kann. Und dazu mache ich jetzt nochmal hier ein Ergänzungsvideo, wie man sich das noch weiter erleichtern kann, indem man eine sogenannte Batch-Datei schreibt. Das ist eine Datei mit ausführbaren Befehlen, die dann eben, wenn man sie einfach anklickt, die Daten sichert in ein anderes Verzeichnis und eine andere Batch-Datei nochmal, die, wenn man sie anklickt, die Daten wieder zurückspielt. Das sind beispielsweise hier bei mir diese Dateien, die ich hier gespeichert habe, auch im ARC-Verzeichnis, wo es installiert ist und er saved, habe ich die hier reingelegt. Da habe ich für zwei verschiedene Backup-Ordner, die ich hier habe, das sind dann zwei verschiedene Speicherstände, die ich speichern kann. Eben zwei verschiedene Dateien zum automatisierten, sage ich mal, zum halbautomatisierten Speichern und auch wieder herstellen. Da muss man nicht dauernd im Windows Explorer dann anschließend noch mit diesen Dateien da hin und her agieren. Und das ist so, ihr erstellt euch eine Textdatei und da macht ihr hier neu und wählt hier Textdokument und die benennt ihr dann um in den Namen, wie ihr es gerne hättet, Sicherung 01, Sicherung 02, Wiederherstellung 01, Wiederherstellung 02 oder Arc Backup, Arc Restore 01, 02. Ihr müsst nicht zwei machen, ihr könnt auch nur eine machen. Und wichtig ist nur, dass ihr dann hier die Endung endet in CMD. Ja, das muss eine sogenannte CMD-Datei sein. Eine Command-Datei. Und die wird dann automatisch ausgeführt, wenn man doppelt draufklickt. Die kann man auch aufs Desktop legen, also das muss nicht unbedingt hier in diesem Ordner liegen, die kann man sich auch direkt aufs Desktop drauflegen, diese Dateien, und auf dem Desktop anlegen. Ihr geht dazu dann eben einfach so vor mit neuer Textdatei und erstellt euch dann eben eine Datei mit diesem Inhalt. Und zwar zum Sichern ist das hier dieser Befehl, der ist sehr lang, weil er den kompletten Pfad angibt. Das ist einmal der erste Ordner, wo dieses Local Profiles drin liegt. Da gibt es hier die Datei, hier wird die benannt, die zu kopieren ist. Player Local Data. Und das erste ist dann eben der Befehl dazu, halt zum Kopieren heißt Robocopy. Den trägt man dann in die Textdatei ein. Dann den Pfad zur Quelle. Das ist der Pfad zur Quelle, zum Quellordner, wo die Datei, die ich kopieren will, drin liegt. Und das hier müsst ihr ändern. Ich habe auf P mein Spiel installiert, in diesem Ordner Steam Library. Das ist bei euch möglicherweise anders. Das ist vielleicht auf D oder auf C und heißt erstmal Steam und dann Steam Library. Das müsst ihr also hier entsprechend an dieser Stelle diese Pfadangabe hier ändern. In diesem Bereich auf euren Pfad und genau dasselbe hier nochmal, genau dasselbe hier den Pfad ändern auf euren Ordner, wo ihr das gespeichert habt auf der Festplatte. Das ist also dein Quellordner, wo die Datei liegt und das ist der Zielordner, wo die Datei dann hinkopiert wird. Und das ist bei mir hier eben dieser Unterordner Backup 01, den ich mir da angelegt habe unterhalb von Local Profiles. Und das ist die Datei oder auch die mehrere Dateien, die man kopieren will, immer getrennt durch ein Leerzeichen. Das ist dann hier im zweiten Befehl zu sehen, im zweiten Robocopy. Hier wird dann eben der ganze Spielstand kopiert von The Island. Dann nehme ich hier dieses Unterverzeichnis, Saved Arcs Local, und dann habe ich hier das Ziel, den Zielordner angegeben, das ist auch der Zielordner Backup 01, wo es reinkopiert wird, unterhalb von The Island, ja, wie wir das ja hier gesehen haben. Ich habe hier unter Local Profiles meine Backup-Ordner und unter The Island meine Backup-Ordner, also auch jeweils getrennt. Und das ist dann eben hier der Zielordner in diesem Unterordner The Island. Und hier dann eben die drei Dateien, die kopiert werden. Na komm. So. Ja, das ist hier ArcTribe. Da habe ich einen Stern. Der Stern ersetzt, egal was da steht. Ja, diese Nummer ist bei jedem anders.
in jedem Spiel diese Nummer in diese, die hier von dieser Datei ArcDrive. Ja, da hat jeder seine eigene individuelle Nummer. Deswegen hier einen Stern gemacht für die Nummer. Dann ist es egal, wie die Nummer heißt. Das wird alles kopiert, was ArcDrive am Ende heißt. Dann eine Leerstelle und die zweite Datei, die zu kopieren ist. Und hinten dran die dritte Datei, die zu kopieren ist. Und zum Schluss hier ein Befehl Timeout. Das heißt nur, diese Datei bei der Ausführung mit einem Doppelklick drauf, dann, wenn sie fertig ist, die wartet 20 Sekunden und beendet sich dann erst automatisch. Da kann man eben noch mal ein bisschen lesen, was da passiert ist. Dafür ist dann dieses Timeout. Das kann man auch ändern. Statt 20 Sekunden 40 oder 60 Sekunden. Weil man kann es jederzeit beenden, steht dann auch auf dem Bildschirm, indem man eine Taste drückt. Das also, wie gesagt, wie hier zu sehen, das muss geändert werden jeweils. Und ich habe diese Einträge, also von diesem Backup und auch dann dies Zurücksichern, das Wiederherstellen, das Restore, habe ich unten in die Videobeschreibung reingeschrieben. Das könnt ihr euch dann praktisch einfach da rauskopieren und in eine von euch auf dem Desktop oder woanders erstellte Textdatei reinkopieren und dann anschließend hier einfach diese Zielangabe entsprechend da und da und da an diesen vier Stellen ändern. Und wenn ich dann auf diese Datei in meinem Explorer doppelklicke, Doppelklick drauf mache, dann passiert das. Ja, ich sehe also hier, was kopiert wurde, diese zwei Ordner jeweils, und dann wartet das Programm, das kleine, und dann kann man irgendeine Taste drücken und es wird beendet. So funktioniert das. Und das Restore geht dann genauso, nur umgekehrt. Ja, dann wird auf die andere Richtung kopiert, aus dem Backup-Ordner heraus, ins Spiel hinein. Auch mit dem Doppelklick dann einfach ausführbar. Und diese Restore-Datei, die sieht praktisch genauso aus. Der einzige Unterschied ist, dass ich eben hier als Quelle dann eben meinen Sicherungsordner habe und die Datei, die ich dorthin gesichert habe. Und als Ziel mein Spiel, den echten Spieleordner, wo die Datei hingehört. Damit überschreibe ich das dann wieder. Ein Spielstand, der da drin ist, wenn ich zum Beispiel gestorben bin und im Spielstand steht dann, ich bin tot, den muss ich ja überschreiben und dann mit dieser Restore-Datei wird wiederhergestellt. Das heißt, die gemachte Sicherung in diese Backup-Ordner wird dann eben zurückgespielt ins Originalspiel mit der Restore. Diese beiden Sachen habe ich mal eingetragen, eben auch in der Videobeschreibung, und da könnt ihr euch die einfach rauskopieren und in eine eigene Textdatei reinkopieren. Und so kann man sich das weiter vereinfachen, automatisieren, dieses ganze Spiel, ohne da muss man dann eben hier im Windows Explorer nicht mehr rumhantieren. Ja, dann da war es das alles. Ich hoffe, es war verständlich. Wer noch mal Fragen hat, kann ja einen Kommentar hinterlassen. Gern auch ein Like und ein Abo mit Glocke. Oder auch ein Dankeschön für die Arbeit. Eine kleine Spende. Das geht über diesen Button unterhalb vom Video mit den drei Punkten drin. Da gibt es ein Thank you. Und dann sage ich erstmal wieder Tschüss und dann bis zum nächsten Video.